Herzlich willkommen, Herr Rusowitzki. Danke für die Einladung. Das radikale Böse, was war für Sie der Grund, diesen Film jetzt zu machen? Ich glaube, es war notwendig, dass man heutzutage eine neue Form findet, mit diesen Themen umzugehen, weil es halt einen, sagen wir, Generationswechsel gab. Die Täter und die Tätergeneration gibt es nicht mehr. Es geht nicht mehr darum, von der Leinwand her jemanden anzuklagen, sondern es geht darum, dass man die Nachgeborenen, die keine persönliche Schuld, wie auch immer, haben, dass man die einlädt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil die Themen, und das versucht der Film ja zu zeigen, sehr heutig sind. Das sind ja alles politische, psychologische Phänomene, die uns jetzt ganz direkt betreffen. Zugleich wissen die Jüngeren sehr wenig auch über diese Zeit. Die grausame Erkenntnis aus Ihrem Filmessay zusammengefasst ist, diese Massentötungen sind nicht bestialisch, wie man sie gerne nennt, sondern menschlich. Menschen wie du und ich sind unter bestimmten Voraussetzungen in der Lage, grausam zu töten. Das ist die Erkenntnis. Andererseits ist natürlich gibt es die Hoffnung, da es ja doch immer Einzelne gab, die sich nicht beteiligt haben, die Nein gesagt haben, zeigen diese Einzelbeispiele, dass es kein Schicksal ist, dass man sehr wohl die Möglichkeit hat, dagegen aufzutreten. Die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, dass man das Wesen des Menschen, der halt einen gewissen Konformitätsdrang hat, der sich gerne Autoritäten unterordnet, auch wenn sie moralisch falsch entscheiden, das werde ich nicht ändern können, aber ich kann sehr wohl die politischen Institutionen unserer Gesellschaft ändern. Ich kann auftreten gegen politische Fehlentwicklungen, gegen Parteien, die das Falsche machen. Und die Erkenntnis auch aus dem Film ist, sobald einmal eine oft nur sehr kleine Gruppe von ideologischen Fanatikern es schafft, eine Gesellschaft in die falsche Richtung zu bewegen, dann ist es zu spät. Dann kann ich nichts mehr machen. Es gibt ja im Film viele Erklärungsansätze, die Psychologie, der Gruppendruck, die Propaganda. Mhm. Aber es bleibt immer ein unerklärbarer Rest. Ja, für mich ist das Unerklärbarste ist sicherlich der Bereich, wo es um Kinder geht. Ich habe das bei mir selber beobachtet. Seit ich Vater bin, bin ich da extrem sensibilisiert, hab auch Probleme in Spielfilmen, bei Szenen, wo es Gewalt gegen Kinder gibt oder wo Kinder getötet werden. Ich kann das nicht mehr sehen. Und da hört man jetzt von Leuten, die erzählen, gerade weil ich selber Kleinkinder, Babys habe, gerade deswegen bin ich jetzt bereit und besonders motiviert, dass ich diese anderen kleinen Kinder töte. Und es geht hier wirklich um Erschießen auf kurzer Distanz. Und das ist irgendwie ein Bereich, wo man nicht mehr mit kann. Auch wenn man vieles versteht, wie man reingeraten kann in einen Moment der Schwäche und wie diese ganzen psychologischen Dinge greifen. Man versteht es, obwohl es nicht zu entschuldigen ist, aber dann gibt es eben schon noch Bereiche, wo man nicht mehr mitkommt. Muss man nicht sagen, wir müssen damit leben, dass es Menschen gibt, die vom Töten angezogen sind und das radikale Böse wir nicht verhindern können? Da bin ich irgendwie zu sehr Optimist und Pragmatiker. Ich glaube schon, dass es immer eine Möglichkeit gibt, was zu verändern. Ich glaube aber schon auch, dass man natürlich den richtigen Moment aufzutreten und politisch zu ändern versäumen kann, wie das eben damals passiert ist. Zum Formalen. Als studierter Historiker sind Sie ja auch gewöhnt, dass man die Quellen genau bezeichnet, exakt damit umgeht. Als Filmemacher haben Sie historische Dokumente und inszenierte Bilder durcheinander gewürfelt. Mhm. Gab es da für Sie innere Konflikte? Nein, weil der Film von Anfang an konzipiert war, nicht als eine historische Dokumentation. Und es gibt viele gescheite Bücher, die die Dinge, um die es da geht, in einem historisch-wissenschaftlichen Sinn
aufarbeiten und wo es eben dann die Quellenangaben gibt. Die Idee hier war immer, dass man versucht zu vermitteln, die Geisteswelt der Täter. Und ich habe mir auch viele Freiheiten genommen bei der Zusammenstellung der Zitate. Das sind Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, es sind Aussagen, die vor Gericht getätigt wurden, oft Jahre später. Es ist mal ein Stückchen von einer Himmlerrede drinnen. Alles, wo ich das Gefühl hatte, das beschreibt, wie die Menschen damals getickt haben, wie die gedacht haben. Also diese essayistische Form war gewollt. Und was den etwas respektlosen Umgang mit dem Filmarchivmaterial betrifft, das war auch durchaus bewusst, weil das sind eben alles oder vielfach Filme, die mit propagandistischen Zweck hergestellt wurden und da habe ich mich sozusagen verpflichtet gefühlt, das zu dekonstruieren und in Stückchen zu schneiden und zu vermischen mit Selbstgedrehten. Kurz noch die Massaker in Ruanda und anderen Orten, ob Kambodscha, wo auch immer. Die Mechanismen sind immer die gleichen. Was können wir daraus lernen? Die Mechanismen sind immer die gleichen. Das ist auch der die Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel, die ja sozusagen ein Nährboden ist für so Konflikte. Das Schlauste dazu sagt, glaube ich, der Père Desbois, der französische Pfarrer, der sagt eben, Rassismus ist die Keimzelle jedes Genozids. Also eine rassistische Tendenz führt nicht unweigerlich zum Genozid, aber jeder Genozid hat mal angefangen mit Rassismus, mit der Idee, dass es eine Bevölkerungsgruppe, eine Minderheit gibt, die weniger wert ist, die weniger schützenswert ist, die eine Gefahr betrifft. Und das sind auch Dinge, gegen die man ganz konkret auftreten kann, weil das sind Tendenzen, die es auch bei uns in unseren heutigen demokratischen Gesellschaften gibt. Und da versucht eben der Film auch zu zeigen, dass das kein leeres Gerede ist, sondern dass aus so etwas wirklich was ganz Gefährliches entstehen kann. Sie fahren jetzt zur Premiere nach Frankfurt. Viel Erfolg und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke.